Time magazine got a scoop. Literally a scoop. One scoop for me, please. On the president's scoops, we already knew he hankers for taco bowls and Big Macs and KFC, eaten with a knife and a fork. We knew he sometimes insists on fellow diners eating meatloaf. And then he says, Chris, you and I are going to have the meatloaf. It's emasculating. No, it's not. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Ich erlaube mir, mich direkt an Sie zu wenden im Namen der Geschichte und der Werte, die uns einen. Auf Französisch klingt das noch viel bedeutender. Es ist der Anfang eines Artikels, eigentlich eines Briefes, den der Präsident der Französischen Republik an jeden Bürger Europas richtet. In allen Sprachen, allen Ländern. Go to page 6. Quote, Russia has the ability to execute cyber attacks in the United States that generate localized, temporary disruptive effects on critical infrastructure, such as disrupting an electrical distribution network for at least a few hours. So China could shut off the natural gas pipelines. Russia can just shut off the electricity. They have that ability now. And it is like negative 50 degrees in the Dakotas right now. What would happen if Russia killed the power in Fargo today? Right? What would happen if all the natural gas lines that service Sioux Falls just poofed on the coldest day in recent memory and it wasn't in our power whether or not to turn them back on? I mean, what would you do if you lost heat indefinitely as the act of a foreign power on the same day the temperature in your front yard matched the temperature in Antarctica? Temperaturen weit über 30 Grad. Dauerhitze in Deutschland. Also ich bin ein Hitzemensch und ich freue mich, dass wir nach 2003 wieder so einen tollen Sommer haben. Ich finde es auch zu extrem. Ein bisschen weniger wäre besser. Well, because it would be basically the end of civilization if 85% of the world's and also 85% of the US's energy in the form of coal, oil and natural gas were phased out over the next few years, like 10 years. We do not have anything to replace them with. And if we banned fossil fuels, first, agricultural production would collapse in a very short period of time. There's these things called tractors, and they use fuel and all the other implements on the farm. And then there's the transportation. So when you have no fuel, how do you get the food to the center of New York, to Manhattan, where AOC is from? You don't. Then the people there will begin to starve, and that will spread out as a rot from the center of the metropolises all across the country, and half the population will die in a very short period of time. Zum Glück reicht das Trinkwasser fast überall. Vereinzelt kommt es aber auch zum Streit. Wir sparen Wasser, aber unser Wasser vom Vogelsberg geht leider nach Frankfurt, wo die Bäume mitgegossen werden. Und wir dürfen keinen Friedhof gießen, keine Blumen gießen. Überall sparen, sparen, sparen. Wasser, genau das fehlt gerade auch in vielen Flüssen. Die Schifffahrt teilweise eingeschränkt oder sogar schon ganz unmöglich. Der Warenstrom per Frachtschiff nimmt deutlich ab. Wir befürchten ein bisschen, wenn das noch länger so anhält, dass wir tatsächlich in ein Versorgungsproblem gelangen könnten. Wie verändert sich Deutschland durch Hitze und Trockenheit? Und was muss sich bei uns ändern, wenn Wetterextreme in Zukunft zunehmen? Meteorologen erkennen in der langjährigen Temperaturbeobachtung einen eindeutigen Trend. Es wird in Deutschland wärmer. Und das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich das, was uns die Modelle auch für die Zukunft, für die nähere Zukunft voraussagen. Sodass man sagen kann, das hier ist jetzt ein Beispiel für den Klimawandel. Und jetzt mag es ein heißer Sommer sein, ein sehr heißer Sommer, aber im Jahr 2040, 50 wird das ein ganz normaler Sommer sein. Let me tell you the facts here. This is beyond disrespectful to the country, to the men and women, the millions who have fought, bled, died, or injured, defending and fighting under that flag. Look, NFL players, you want to protest, go knock yourselves out. But when you disrespect the flag, you're doing nothing for the people in this country to advance the ball for the forgotten men and women that are suffering. And frankly, you're spitting in the eye of every service member who did serve, fight, bleed and die under that flag. Vor 74 Jahren, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs,
steigerte sich seine Grausamkeit in einen letzten Gipfel der Sinnlosigkeit. Deutschland war geschlagen, verweigerte aber immer noch die Kapitulation. Der Bombenkrieg gegen deutsche Städte erreichte seinen grausamen Höhepunkt. An diesem Abend des 5. März 1945 flogen Briten und Amerikaner den schwersten Angriff auf Chemnitz. Noch einmal starben dort über 2000 Menschen. Danach galt Chemnitz offiziell als tote Stadt. Dieses Datum hat Chemnitz zu einem Tag des Friedens erklärt. Go into greater detail. We see these beautiful pictures at night from the decks of these two U.S. Navy vessels in the Eastern Mediterranean. I am tempted to quote the great Leonard Cohen. I'm guided by the beauty of our weapons, and they are beautiful pictures.